Neuss ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich bin hier zu Hause in meinem Elternhaus und jetzt zeigen wir euch mal, wie das so war. Ich war hier in Neuss auf der Realschule Südstadt, habe damit 16 eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. In meiner Familie waren alle im Handwerk tätig. Nach der Ausbildung gab es bei mir im Ausbildungsbetrieb keine Perspektive. Darum habe ich mich entschieden, wieder zur Schule zu gehen. Ich habe dann hier auf dem Realkolleg das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht. Ich weiß noch, wie stolz meine Eltern waren. Ich war der Erste bei uns in der Familie, der Abitur gemacht hat. Ich weiß deshalb, dass Lebenswege nicht immer schnurgerade laufen. Manche brauchen, so wie ich, eine zweite Chance. Die Bildung muss beitragsfrei sein, von der Kita bis zur Uni oder dem Meister. Hätte es damals Studiengebühren gegeben, hätte ich nicht studieren können. Hier im Jesuitenhof hatten Andrea und ich die erste gemeinsame Wohnung. Da oben, über dem Durchgang. Die Wohnung war klein, aber bezahlbar. Heute fällt es den Menschen immer schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Deshalb müssen wir mehr für bezahlbaren Wohnraum tun. Heute arbeite ich bei einem kommunalen Verband in Düsseldorf. Da fahre ich häufig mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn hin. Ich weiß deshalb, dass man Bus- und Bahnfahren besser machen muss. Es kann nicht sein, dass die einfache Fahrt nach Düsseldorf 6,10 Euro kostet. Viel zu teuer. Hier im Landtag will ich fortsetzen, was ich im Neusser Stadtrat schon ehrenamtlich mache. Gemeinsam mit der SPD kämpfen wir für mehr bezahlbaren Wohnraum, eine Mobilität, die uns aus dem Stauchaos führt, und eine Schule, in der auch die Kinder ein Tablet haben, die keine reichen Eltern haben. Das alles kann Neuss nicht alleine schaffen. Und die Landesregierung unterstützt uns zu wenig. Dafür kämpfe ich für einen Sitz hier im Landtag. Unterstützen Sie mich auf diesem Weg, unterstützen Sie mich bei der Wahl am 15. Mai. Gemeinsam können wir viel erreichen.